Zysten in der Bauchspeicheldrüse sind häufig. Und die meisten Zysten sind harmlos, aber es gibt auch ernstzunehmende Zysten, die entweder Krebs entsprechen oder in Krebs übergehen können. Und die voneinander zu unterscheiden, ist manchmal sehr schwierig. Und die beste Methode, mit der man das machen kann, ist der Ultraschall von innen, die Endosonographie, die uns bestimmte Kriterien an die Hand gibt, mit der wir diese Zysten doch gut unterscheiden und beschreiben können. Und daraus folgt in den meisten Fällen, dass man diese Zysten beobachten kann und nicht operieren muss. Aber bei manchen muss man dann letztlich dort eine Behandlung durchführen. Und das Häufigste wäre dann eine Operation.